glitzernd elegant, atemberaubend, mit poetischen Bildern und farbenprächtigen Kostümen, so glänzt der chinesische Nationalzirkus Artistik vom Feinsten. Ein Zirkus ganz anders als in Deutschland, meint auch die Chinesin Yang Gao, die in Dresden lebt. In China, die Klasse oder typische Zirkus sind nicht mit Tiere oder was anderes, die man sehr oft in Europa sieht, sondern diese Akrobaten. Die Kunst und Art, die schon 2000 Jahre lang Geschichte haben. Die chinesische Artistik entstand in der verbotenen Stadt, jenem sagenhaften Kaiserpalast in Peking. Ursprünglich eine folkloristische Teehausdarstellung, wurde die Artistik zur Kunst am Hof des Kaisers. So nennt sich auch die neue Show nach jenem legendären Ort, wie unsere Übersetzerin erfährt. Wir führen die Zuschauer in die verbotene Stadt vor 500 Jahren. In unserer Show geht es nicht nur um den Kaiser. Wir treffen auch die unterschiedlichsten Protagonisten, die im Palast damals angestellt waren. Ein einmaliger Blick in eine verschwundene Wunderwelt. Schon ein totaler Profi, Liu Yehuan, die Hauptdarstellerin. Das Mädchen Kleine Orchidee wird im Stück die Lieblingsfrau des Kaisers. Ihre Kraft und Ausstrahlung zeigen, wie leistungsstark die Zirkusschulen in China sind. Ich war sehr klein, also 10 Jahre, als ich mit Artistik begann. Wir lernten jene 1000 Jahre alte Technik der Artistik auf unserer Schule. Am Ende dürfen wirklich nur die Besten international auftreten. Und die entführen die Dresdner für 2 Stunden in das faszinierende Reich der Mitte.